Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung des neuen Metallion Genie. Mein Name ist Heiko, Gründer von Canada Gear und offizieller Partner von Metallion in Deutschland. Kurz vorweg, worum handelt es sich bei der Marke Metallion? Metallion ist Hersteller von Offroad Camper Trailern mit Sitz in Südafrika, entwickelt zum autarken Unterwegssein. Um rauen Bedingungen gerecht zu werden, weisen die Anhänger viele Besonderheiten auf, die ich an dieser Stelle schon einmal hervorheben möchte. Monocoque-Gehäuse als Basis für unglaubliche Stabilität und Leichtgewichtigkeit. 3CR12 Edelstahl als Hauptkomponente, welches extrem korrosionsbeständig ist. Absolute Wasserdichtigkeit durch Gummiteile aus dem Fahrzeugbau. Individuell konfigurierbar und in 4 unterschiedlichen Größen erhältlich. Kurz gesagt, es handelt sich um leichtgewichtige, unglaublich stabile Anhänger, die mit einer Effizienz an Stauvolumen glänzen. Ganz neu in der Modellpalette von Metallion ist der Genie. Die kleinste Größe mit dem geringsten Gewicht, aber mit allen Features ausgestattet. Ich zeige euch einmal alle Einzelheiten beim Rundgang. Vorab zu den Zahlen. Der Metallion Genie hat Abmessungen von 2,90 Meter Länge, 1,75 Meter Breite und 1,25 Meter Höhe. Bei dieser Ausführung haben wir einen Metallion Roof Rack als Ergänzung installiert und kommen dadurch nochmal 12 cm höher. Das Fahrwerk hat eine Bodenfreiheit von 30 cm und wird standardmäßig mit gebremster Alkodeichsel und 900 kg Achse mit Blattfedern ausgeliefert. Bei einem Basisgewicht von ca. 260 kg ist noch viel nutzbare Lastaufnahme gegeben. Wird der Genie so wie hier mit um die 80% an extra Zubehör ausgestattet, sind wir ebenfalls nur bei ca. 440 kg. Bis 750 kg erreicht werden, ist also noch viel Platz, um Camping-Equipment, Dachzelt und Markise mitzunehmen. Wie ihr beim ersten Blick wohl schon sehen könnt, gibt es beim Metallion Trailer keine Schlafkabine. Diese werden in der Regel mit einem Dachzelt ausgestattet, so wie hier. Es ist kein Muss, ihr könnt zum Beispiel auch die Schlaffläche im Fahrzeug, im Bodenzelt oder ähnliches nutzen. Mit Dachzelt habt ihr eine Aufbaulänge von 135 cm, also perfekt für 2-Personen-Dachzelte. Andere Modelle, die über 140 cm gehen, stehen etwas mehr über, können aber genauso damit verwendet werden. Hier ist dann nur die Einschränkung, zum Beispiel bei Benutzung der Deichselbox zu beachten. Der Genie besitzt, wie alle anderen Modelle, seitliche Stauklappen. Einfach zu öffnen und sicher arretierbar, punkten diese außerdem durch die Tiefe der Klappen. Auf dieser Seite werden sie zum Beispiel durch den installierten Kocher und einem herausnehmbaren Besteckfach für Kochutensilien genutzt. Die Innenseite kann ebenfalls als Arbeitsfläche genutzt werden und wird durch Gummipuffer auf dem Kotflügel abgestützt. Im Inneren seht ihr viel Stauraum, den ihr unterschiedlich nutzen könnt. Dieses Fachteil könnt ihr beliebig in der Höhe verstellen und eurem Equipment anpassen. Einfach Schrauben lösen und Höhe aussuchen. Auf der rechten Seite befindet sich die 105 Amperestunden AGM-Batterie unter der herausnehmbaren Ablage. Die Steuereinheit ist auf der linken Seite und bietet die komplette Einzelregelung aller Ein- und Ausgänge mit Kontrollfunktion. Das Powerpanel ist ebenfalls mit Laderegler ausgestattet, um an den außenliegenden Steckplätzen Solarpaneele anzuschließen. Genauso findet man außen am Chassis, geschützt durch Federklappe, mehrere 12-Volt Steckdosen auf DIN-Basis. Die Ladesteckdose der Batterie findet ihr auf der gegenüberliegenden Seite. Hier befindet sich auch der Solarpanelanschluss, eine weitere 12-Volt Steckdose sowie der abschließbare Zulauf zum Wassertank. Wenn ihr euch für die Kochereinheit entscheidet, dann macht es Sinn, die Frontbox dazuzunehmen. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Gasflasche sicher zu verstauen und könnt diese dann entweder zu jedem Einsatz herausnehmen und per Adapter mit dem Kochfeld verbinden oder ihr lasst euch eine Leitung verlegen durch das Innere. Bedenkt dann aber bitte, dass ihr damit regelmäßig zur Gasprüfung müsst. Die Frontbox ist ein optionales Zubehör. Ohne diese Box habt ihr hier Platz, um Fahrräder zu verstauen. Hier oben habt ihr eine weitere Stauklappe. Für flachere Gegenstände, wie zum Beispiel Heckstützen, Werkzeug oder Feuerlöscher. Die Seiten sind mit Riffelblech geschützt sowie abgeschrägt für den extremen Offroad-Einsatz. Gehen wir nun mal nach hinten und schauen uns den Platz im Heckbereich an. Zugänglich durch eine große Stauklappe mit extra starken Doppelscharnieren, wo beim Genie das Ersatzrad angebracht ist. Hier könnt ihr nun den Schwerlastauszug sehen, welcher mit 180 kg belastbar ist. Sicherungsstift in gerade Position bringen und herausziehen, fertig. Nutzt diesen für eure Kühlbox, die ebenfalls mitgeliefert werden kann, und vielen weiteren schweren Gegenständen. Als weitere Ergänzung kann die Wanne unter dem Auszug für einen 70 Liter Wassertank genutzt werden, wie man hier sehen kann. Technik, Schlauch und Filtersystem würden dann in der rechten Seite positioniert. Eine weitere Zubehörmöglichkeit findet ihr innen an der Heckklappe. Auch hier ist eine abnehmbare Stautascheneinheit angebracht, passgenau für diesen Bereich. Gehen wir einmal zur anderen Seite.
Hier habt ihr die gleiche Klappengröße mit integrierter Staumöglichkeit. Nutzt es als Ablagefläche oder zusammen mit der abnehmbaren Tascheneinheit für persönliche Gegenstände oder ähnliches. Das, was ihr im Inneren des Genies an Unterteilungen seht, bildet die Struktur des Monocoque Bodies. Es ist eine systematische Verbindung aller Stahlblechteile, die dem Trailer die nötige Stabilität geben, bekannt aus der Motorsportszene. Zum Abschluss des Rundgangs sehen wir auf dieser Seite der Frontbox ebenfalls eine Stauklappe, um verschiedene Dinge unterzubringen. Der Genie verfügt über eine Alco-Zugdeichsel mit Stützrad und 13-poligen Stecker. Ich koppel ihn jetzt einmal ab für euch, um zu zeigen, wie beweglich er ist. Damit habe ich euch jetzt alle Funktionen und Eigenschaften erklärt. Nun klappen wir mal das Dachzelt auf, um euch diese Verbindung vorzuführen. Es handelt sich um das Treeline Tamarack, ein 2-Personen-Softtop-Dachzelt in 4 Jahreszeiten Ausführung. Die Liegefläche beträgt 140 x 240 cm. Das Aufklappen geht relativ schnell und einfach, weil ihr alles in Griffhöhe habt. Der Vorteil von solchen Softtop-Dachzelten ist die kompakte Größe im eingeklappten Zustand sowie das geringe Gewicht. Das Treeline Tamarack wiegt ca. 65 kg und ist das kleinste Modell vom kanadischen Hersteller. Größere Modelle können ebenfalls auf die Metallion Trailer angebracht werden und lassen sich beliebig konfigurieren. So, ihr habt nun alles zum Metallion Genie gesehen. Es handelt sich um die kleinste Größe im Trailer-Sortiment von Metallion. Die Modelle Bowhunter, Partian und Maxi bieten noch mehr Stauraum und Ausstattungsmöglichkeiten. In weiteren Videos stelle ich euch diese noch einmal vor. Über viele Jahre hat Metallion seine Erfahrung in die Weiterentwicklung der Offroad-Trailer gesteckt. Sie sind weltweit vernetzt und stehen regelmäßig auf dem Prüfstand. Vor 2 Jahren hat der Hersteller in Australien den Award Camper Trailer of the Year gewonnen, was einiges über Funktion und Qualität aussagt. Die geländegängigen Camper Trailer von Metallion sind nicht nur für extreme Abenteuer-Junkies geeignet, sondern auch für Familien, die das ganze Wochenende im Freien verbringen möchten. Das moderne Design und die Anwendung bewährter Verfahren in der Konstruktion machen den Metallion Trailer zu einer Investition, die ein Leben lang hält. Das komplette Metallion Trailer Sortiment haben wir bei Canada Gear im Programm. Ein High-Quality-Level, welches wir genauso mit unseren Produkten abbilden. Kommt gerne bei uns vorbei und lernt die Metallion live in unserer Ausstellung kennen. Ihr werdet begeistert sein, genauso wie wir es sind.